leichter Lebenszeit für mich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Freitag, es geht ins Wochenende und wir haben großartige Themen, liebe Zuschauer. Ein bisschen Entspannung ist dabei, ein bisschen Selbsterkenntnis möglicherweise auch und eine wunderbare Zeremonie. Lassen Sie sich verzaubern und überraschen. Jan Schmiedel ist bei mir, der Coach mit Hut, wie man sieht. Hut ist auf. Nimmst du den irgendwann mal ab im Leben? Ja, tue ich. Im Normalfall, wenn ich Gebäude betreten habe. Ich dachte heute... Macht ja Sinn, ne? Wenn wir dich als Coach mit Hut auch ankündigen, dann ja. Sollst du den zumindest erstmal tragen. Also ich bin kein Cowboy. In der Badewanne lege ich ihn. Wir werden im Laufe der Sendung erfahren, wen du coacht und warum ein Hut dazu gehört. Cora Herford-Keck ist gerade reingesprintet, war gerade noch bei Astro Live zu sehen. Und du sorgst heute unter anderem für etwas entspannte Momente. Ja. Ja, mit einem schönen Fußbad, Aromatherapie. Richtig. Wir gehen in die spirituelle Aromatherapie. Da bin ich sehr gespannt. Meine Füße haben wir vorhin schon vorbereitet. Also wer es nochmal nachschauen will, auf unserer Leichterleben-Facebook-Seite ist es zu sehen. Christoph Hensch ist bei mir, der indische Lichtarbeiter. Richtig. Mit einer tollen Zeremonie, die du uns vorstellst. Da geht es in den nächsten Tagen im Indischen ganz gut zur Sache und wir werden... Gibt es viel zu besprechen. Ja, genau das werden wir tun und auch viel zu zeigen. Richtig. Also du hast einige indische Gottheiten mitgebracht. Ein bisschen habe ich schon gesehen. Ja. Genau. Also bunte Sendung, liebe Zuschauer. Deswegen ratzfatz rein ins erste Thema zu Jan Schmiedel. Coach mit Hut ist so dein Name, Steckenpferd. Das ist auch der Name deiner Homepage. Genau. Wie bist du auf den Hut gekommen? Warum ist ein Hut wichtig? Wie ich auf den Hut gekommen bin, es gab eine Zeit, da brauchte ich so ein bisschen, ich fühlte mich nicht behütet tatsächlich. Ja, ja. Und dann bin ich an einem Hutladen in Hamburg vorbeigegangen, immer wieder, und stand immer davor und habe gesagt, boah, dieser Hut. Und irgendjemand hatte mir vor x Jahren mal den Floh ins Ohr gesetzt, du hast kein Hutgesicht. Ja, okay. Und dann habe ich einen Freund angerufen und habe gesagt, pass mal auf, Ralf, du gehst jetzt mit mir in diesen Hutladen, ich will diesen Hut haben und ich gehe jetzt nicht alleine rein, weil ich will mich nicht blöd, fand ich blöd. Und dann sind wir da hingegangen und dann haben wir die Hüte ausprobiert und dann siehe da, auf jedes Gesicht passt ein Hut. Ja. Und diese Glaubenssätze, jemandem zu sagen, du hast kein Hutgesicht, finde ich ganz fürchterlich. Und ja, dann hatte ich den Hut, dann habe ich gecoacht und dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt geht's Positionierung, du sollst eine Marke werden, alles was so. Und dann haben wir gesagt, ja, mach doch gleich Coach mit Hut. Ja. So, und das ist ganz super, klasse. In meinem Kiez in Hamburg ist so, wenn ich denn keinen Hut trage, erkennen die Leute mich nicht. Und wenn ich ihn trage, werde ich gegrüßt. Das ist wie Inkognito, das ist super. Ja, also ist tatsächlich, hast du das zu einem Markenzeichen gemacht. Jetzt hast du schon gesagt, ich fühlte mich nicht gut behütet. Also es ist tatsächlich, was über die Sprache sich ausdrücken lässt, tatsächlich an inneren Prozessen. War das für dich auch tatsächlich so, dass das so wie eine Art Trigger war? Du bist an diesem Hutladen vorbei und da kam das Thema oder dieser Satz so hoch, ich fühle mich nicht gut behütet, oder war das schon vorher? Ja, ich kann jetzt sagen, so ein Hut lachte mich an, tatsächlich. Ja, ja. Also da war ein Hut und zwar ein weißer. Mhm. Also schon wieder ganz krass, also nichts irgendwie Normales. Und da habe ich gesagt, den willst du haben. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich so 25 Mal dran vorbeigelaufen bin, jetzt gehst du rein. Und siehe da, kaum hatte ich einen Hut aus, fühlte ich mich besser. Ja. Also ich habe dann irgendwann auf meine Intuition mal gehört, genau, die gesagt hat, geh da rein und kauf dir das Ding. Der inneren Stimme schon folgen. Mhm. Jetzt hast du mit Sprachmustern und Mustern und Glaubenssätzen, die so in uns stecken, sowieso zu tun in deinem Coaching-Alltag. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, andere Menschen zu coachen? Ja, das bin ich tatsächlich gestern Abend in einem Interview für einen anderen Podcast schon mal gefragt worden. Ich habe sehr lange gesucht, was will ich wirklich werden. Ja. Ich habe ganz viele tolle Sachen gemacht. Ich war Vertriebler, ich bin Sohn eines Steuerberaters, habe Buchhaltung gelernt, also was ganz anderes gemacht. Und da war ich auch immer irgendwo gut drin, aber das hat mich nicht befriedigt. Also ich habe irgendwann immer wieder gespürt, das ist es nicht. Und dann gab es mal eine etwas ruppigere Zeit in meinem Leben und dann habe ich meinen ersten Coach kennengelernt. Fan vom gleichen Fußballverein wie ich, komischerweise, und wohnt in Monheim am Rhein und hat den wunderbaren Namen, wenn ich ihn sagen darf, Luda A. Liebe. Aha. Und ich habe diese Frau in mein Herz geschlossen, die hat mich 3 Tage lang gecoacht und es kam dabei raus, dass sie gesagt hat, du Jan, du bringst Fähigkeiten mit, schau dir auch mal Coaching an. Mhm. Und dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht zum systemischen Coach im Bereich Business, also systemischer Business Coach
im Bereich Change Management. So wie ich es ausspreche, merkst du, wie häufig ich darin arbeite. Genau, hört sich kompliziert an. Und danach habe ich in die NLP eingeschnuppert, habe Ausbildung begleitet und habe noch Hypnoseausbildung gemacht. Schöne Kombination. Ja. NLP sind ja so diese Sprachmuster. Ist es, wenn dir ein Klient gegenüber sitzt, kriegst du da relativ schnell mit, um welche Themen es sich da möglicherweise handelt, bevor der Klient überhaupt weiß, um welches Thema, weil du das aus den Sprachmustern heraus erkennst? Ja, meistens ja. Aber ich darf es ja nicht sagen. Genau. Ist ja wie, man braucht ja eine Selbsterkenntnis. Ein bisschen eine Selbsterkenntnis. Und ja, ich bekomme das schon mit. Nur für mich ist NLP mittlerweile nicht nur so eine Toolsammlung wie für viele Leute. Ich habe ein sehr, sehr gutes Buch gelesen, das heißt Gespräche von Richard Bandler und Fitzgerald. Und da kommt raus, dass es wie eine Lebensphilosophie sein kann. Und die Lebensphilosophie sagt, bemühe dich mindestens 80% am Tag gut drauf zu sein. Ja und wie schaffen wir das? Einen Hut aufsetzen, aber reicht aufsetzen nicht, und ne? Zu mir kommen, nein. Bei dir, ja. Also es ist, oder? Bei dir scheint das auch so zu sein. Du hast ja gesagt, du hast dich sofort wohler gefühlt, als du den Hut aufhattest. Gibt es so diese kleinen Tricks auch für andere? Also weiß jeder eigentlich tatsächlich so ganz bewusst, was ihm gut tut? Oder muss man da auch so ein bisschen drauf hinarbeiten und hinweisen? Nee, bewusst wissen das die wenigsten. Mhm. Also unbewusst wissen wir das, weil unser Bauchgefühl uns das an sich immer sagt. Und so die Beispiele, ne? Wenn ich eine Bauchentscheidung treffe, sind die so zu 90% immer sehr gut für mich. Und wenn ich Kopfentscheidung treffe, naja, ist das Ergebnis nicht ganz so gut häufig. Und es geht darum zu gucken, was so meine Berufung, was macht mir Spaß, was erfüllt mich. Ja, es gibt dann immer diese Sprüche, die Flamme, die in dir brennt oder so, das mag ich nicht so, sondern eher, wo vergisst du die Zeit? Wobei, was kannst du immer machen? Was machst du und sagst, ich brauche keinen Urlaub, weil das ist Urlaub für mich. Also wenn ich coache, dann ist das wie Urlaub für mich. Ich muss dann nicht nochmal wegfahren, weil ich gehe raus und ja, es ist anstrengend, aber ich fühle mich richtig gut dabei. Ja, das glaube ich immer, wenn man so sein Ding, seine Leidenschaft gefunden hat, dann braucht man es tatsächlich nicht. Sagen auch so erfolgreiche Menschen wie Karl Lagerfeld, der auch irgendwie von klein auf eigentlich schon immer so Modezeichnungen gemacht hat, dann haben seine Eltern gesagt, du lernst jetzt erstmal was Ordentliches, glaube ich Bankkaufmann oder sowas gelernt und dann aber tatsächlich in die Modebranche gegangen. Und er sagt auch, ich brauche keinen Urlaub, weil er ja auch wahnsinnig viel arbeitet. Und sagt, nee, für mich ist das so abwechslungsreich. Urlaub ist was für Leute, hat er gesagt, die am Fließband sitzen, da sieht er das ein, die müssen sich regenerieren. Ihm geht das nicht so. So geht es dir auch. Du hast das gefunden, was dir richtig Spaß macht. Genau. Unter anderem auch einen Fußballverein, der dir Spaß macht. Wir sprechen vielleicht später noch drüber. Jetzt, liebe Zuschauer, haben wir für Sie etwas in der Verlosung. Das haben wir Ihnen gestern. Na, kein Hut. Die Regie fragt schon, ob der Hut verlost wird. Nein, der gehört Jan. Der darf auch auf seinem Kopf bleiben. Passt ja auch nicht jedem, ne? Also du hast schon gesagt, der nicht. Nee, also jedem steht mit Sicherheit ein Hut, aber da muss man schon seinen eigenen finden. Da sehen wir den Preis, den es gibt. Wir haben die CD gestern schon vorgestellt von Marion Anders. Leichter durchs Leben, abnehmen mit Hypnose. Wenn Sie diese CD gewinnen möchten, liebe Zuschauer, dann beantworten Sie bitte folgende Frage. Jan Schmiedel ist der Coach A mit Hut oder B mit Ohrring? Ich guck mal genau hin, wie sieht's an beiden Ohren aus? Ich habe jetzt konkret nichts entdeckt. Rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501900. Sie müssen 18 Jahre alt sein, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Mobilfunknetz. Sind die Anrufe teurer und bis 15 Uhr können Sie noch anrufen. Bis 15 Uhr sind die Leitungen geschaltet und alle Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg natürlich. Cora Herford-Keck, gerade noch drüben bei Astro Live gewesen. Ja. Dann bist du schnell rübergesprintet, hast dir noch wunderbare Schuhe hier angezogen. Wahnsinn. Mann, das verrätst du. Ja, da vorne stehen meine Turnschuhe. Da stehen die Turnschuhe. Das ist ja bei vielen Menschen, die so in Büros arbeiten, ne, kommen mit den Turnschuhen zur Arbeit, weil es einfach gemütlicher ist und auch schneller geht. Ja. Und im Büro werden dann die schicken Schuhe angezogen. Und das darf man ruhig mal sagen. Also erlaube, was glaubst du, wie oft du ein Fußbad bräuchtest, wenn du ständig Schuhe mit solchen Absätzen hast? Genau der Punkt, quält man sich ja schon mit. Aber das sind schön, das sind schöne Sitzschuhe. Immer, ne? Ja, so Pantoletten, weißt du. Ja. Wenn man den Fuß so ordentlich macht, dann sieht das richtig gut aus. Schicke die sehen wirklich schick aus, die Schuhe. Also, das muss man schon sagen. Ja. Respekt. Ich werde meine nachher ausziehen.
Ne, denn du hast, bist auf die Idee gekommen, Menschenskinder, Fußbäder, also klar kennt man so diese Kneippkuren, wo man durchs Wasser wartet, aber Fußbäder tatsächlich so als ja, wieder Energiequelle zu nehmen, ja. So ein bisschen in Vergessenheit geraten, sagst du. Das ist richtig. Und zwar ist mir das wieder quasi in Erinnerung gekommen, als ich in dieser von meiner Großmutter geerbten Truhe mit diesen Tausenden von Rezepturen da einfach mal wieder so reingegriffen habe. Und da schrieb sie die fast vergessene Kraft von Fußbädern. Mhm. So diesen Titel habe ich mir zu eigen gemacht, denn sie sagte auch, die Füße, das ist fast wie unsere dritte Niere. Ja. Und sie hat das ja immer verbunden mit diesen Energiezentren, mit unserer Energiearbeit, der Hellsicht unter anderem, außerdem natürlich die gesamte Kräuterausbildung durch meine Großmutter. Und die Füße wiederum, die erden uns auch. Heutzutage werden wir so weggezogen von all diesen Medien, Nachrichten, Informationen, die richtig so auf uns einprasseln. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, wir müssen partout multitaskingfähig sein, wovon wir wissen, passt so gar nicht zu uns Menschen. Wusstest du übrigens, Jan, dass wir, wenn wir einen Tag, er schmunzelt schon. Ja, guck mal, siehst du, weil das Thema, der Hut zieht die Aufmerksamkeit. Ne? Was wir heute an Informationen verarbeiten müssen, innerhalb von 24 Stunden, da hatten wir vor 300 Jahren so rund 54 Jahre dafür Zeit. Mhm. Und diese Menschen haben damals auch eines gemacht. Die haben im wahrsten Sinne des Wortes die Füße von sich gestreckt. Mhm. Und die haben sehr wohl noch um die Kraft der Fußbäder gewusst. Und das bringen wir ein bisschen wieder rein, natürlich auch, wie ich es liebe, mach es einfach, einfach, kombiniert mit der spirituellen Energiearbeit. Dass Salbei nicht nur wunderbar wirkt, wenn wir ein bisschen, sag ich mal, mit dem Schwitzen der Füße zu tun haben, sondern dich natürlich auch in deinen Energiezentren wieder auftankt. Okay, das heißt, ich komme nachher richtig ins Schwitzen. Ich meine. Oh je. Ja. Lecker. Ja. Mm. Das ist Salbei, ja, und natürlich mit Meersalz. Genau, wollte gerade sagen, mit Salzen. Mhm. Ganz genau. Ja. Sehr schön. Ja, hast du es selber zusammengestellt, oder kann man das so auch kaufen? Das kannst du kaufen, aber ansonsten habe ich das große Glück, von Wald und Wiesen und Gärten umgeben zu sein. Schön, ja, das ist natürlich immer besonders gut, wenn man das selber alles machen kann. Und Salbei wird ja auch in der Räucherpraxis verwendet, um Räume zu reinigen. Und in dem Fall hier, wie gesagt, super, wenn man so ein bisschen an den Schuhen schnuppert und sich denkt, darf mir niemand zu nahe kommen. Dann natürlich ein Fußbad mit Salbei. Ja. Und ganz klar, kennst du so Menschen, Jens, bei denen du das Gefühl hast, wenn die gegangen sind, bin ich platt und blätter? Die Energieräuber. Ja, die Gedankenbinder und Träumeräuber, wie meine Großmutter sie nannte. Und dann ist so ein Fußbad genial. Dann wird das alles schön rausgelassen. Ja. Und damit die Füße natürlich hübsch, brav, glatt bleiben, schnupper mal da rein. Was ist das? Das ist auf jeden Fall eine Creme. Ja, auf Öl-Wasser-Basis. Okay. Also der Duft kommt mir bekannt vor, aber ich kann mir nicht sagen. Du hast zum einen Pfefferminze und zum anderen Quendel. Quendel? Quendel gilt in diesen kleinen Kräuter-, Zimmer-Zamba-Zauberaktionen als das Mittel, das dir dabei hilft, dich selbst wieder in den finanziellen Erfolg zu bringen. Quendel? Ja. Habe ich noch nie gehört. Die wilde Form des Thymian. Ah, okay. Das heißt, den könnte ich auch essen, den Quendel. Ja, also so als Creme bitte nicht. Nein, das ist natürlich unangenehm. Ja. Maximal so auf die Lippen schmieren. Aber richtig, würde auch passen. Mhm. Ja. Könnte man mal schön in Salat reinmachen. Richtig, zuerst mal die Energieräuber weg und dann sagen, so, liebe Banknoten, ich komme. Oder was auch immer für dich Wohlstand bedeutet. Genau, denn Fülle, Wohlstand kann bedeutet, in allen Bereichen eben stattfinden, auch im Energetischen, im Spirituellen. Ja, Wohlstand bedeutet, alles steht wohl um mich. Oh, das ist so schön. Es geht um Worte, ne? Also da wird Jan uns ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, du hast doch so viele andere schöne Tiegel und Töpfe da. Was Warum das hier ist ein Fußcremebad und das habe ich schon energetisiert über die
Herz-Ass-Karte, wenn ich natürlich in der Liebe jetzt endlich mal den Erfolg haben will. Genau, mach ruhig du. Ja, und sagst, so, jetzt habe ich aber die Nase voll. Im wahrsten Sinne des Wortes tragen mich meine Füße ins Weite. Immer wieder der gleiche Typ Mensch. 4 Wochen lang tolle Beziehung und dann bröselt's und kommen so diese Bedingungen. Stopp. Dann nimm gerne mal ein Fußbad, in welchem, da kannst du gerne auch schon schnuppern, sag ich dir gerne. Oh, lecker. Ja, da sind Orangenblütenessenz ist da drin, genau. Und das bringt dich in die Harmonie mit dir selbst. Und das Schöne, ist tatsächlich, was du gemacht hast, hier mit dem Herz drauf, im Wasser, weiß man, ist ein sehr guter Informationsträger, kennt man auch von Emoto, diese Wasserkristallforschung. Also man weiß schon, dass man, wenn man Flüssigkeiten eben, dass man die informieren kann. Und man könnte jetzt auch auf so eine Flasche Hass oder sowas draufschreiben. Bloß nicht, dann aber passiert bitte. Genau eben was anderes. Das hat der Emoto ja gemacht. Und diese Wasserkristalle, wie die danach ausgesehen haben, so völlig zerstört. Und wenn du Liebe draufgeschrieben hast oder tibetische Mönche, sag mal, schöne Chants gemacht haben, dann waren das ganz, ganz schöne Kristalle. Also immer gut, auch seine Tiegel vielleicht tatsächlich zu informieren mit einer schönen Beschriftung, ein nettes Wort drauf oder eben ein Herz drauf gemalt. Das bringt schon immer was. Wir sprechen gleich noch etwas weiter und werden natürlich auch das Fußbad dann nehmen, beziehungsweise ich. Wie gesagt, die Füße sind vorbereitet. Jetzt geht es schwuppdiwupp zu Christoph Hentsch. Werde ich mal hier gucken. Durchlaufen. Siehst du? Schon ein kleines bisschen Gymnastik. So klappt jetzt. Das. Ja, so geht das. Damit wir dich nicht verdecken. Alles in Ordnung. Ist auch schwer, glaube ich. Also bei deiner Körpergröße. 1,92, ja. Wahnsinn, Respekt. Du bist natürlich gut aufgewachsen. Ne? Ja. Kann man sagen, gut genährt auf diese Welt in gekommen. In einen Kneipluft-Kurort sogar. Nein, und zwar? In Taborz. Auch in Thüringen. Oh, guck mal. Da hat Kneipp seine Rezepte geschrieben. Nein. Ja, wir haben eine Statue darüber stehen. So, das heißt, das ist ja genau das Richtige jetzt. Ja, für dich, deswegen fand ich heute, war halt wieder super passend wieder. Meine Güte. Also können wir vielleicht nachher, aber du hast ich habe zu große Füße einfach. Passt wirklich nicht in unsere Minivanne. Da bräuchten wir da etwas größere, dann würdest du auch noch eine kriegen. Aber ist ja schon mal eine gute Anregung. Auf jeden Fall. Ja. Du hast natürlich was völlig anderes mitgebracht. Genau. Es geht um indische Gottheiten, denn du bist indischer Lichtarbeiter. Erzähl mir bitte vorher mal, wie du auf Indien kommst, wenn du sagst, du bist in einem thüringischen Luftkurort. Das ist eine ganz interessante Story. Also ich beschäftige mich ja seit 16 Jahren jetzt schon mit der Spiritualität, habe aber immer so ein bisschen meinen Weg gesucht. Also ich habe alles ausprobiert, alle verschiedenen Karten und alles. Und irgendwann vor 6 Jahren, damals bin ich auf einer Messe in Köln, auf einer Esoterikmesse gewesen, und hinter mir ist mein indischer Lichtmeister hinterhergelaufen und hat mir immer auf die Schulter geklopft und hat gesagt, du bist der eine, du bist der Auserwählte, der diese Arbeit im deutschsprachigen Raum verbreiten soll. Also jetzt mal, was hast du in dem Moment gedacht? Hattest du dich also da schon mit Spiritualität? Ich war kurz davor, zur Security zu gehen und zu sagen, was ist das für ein Verrückter eigentlich? Ja. Wir sind dann zusammen, haben was getrunken, ganze Zeit auf Englisch gesprochen. Damals war mein Englisch noch nicht so gut. Inzwischen, durch die ganzen Gespräche mit ihm, hat sich das sehr verbessert. Und er hat mir dann eigentlich diese ersten Schritte, diese Einweisungen in diese Energiearbeit gegeben. Ja. Was ich immer dazu sage, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin kein Hinduist geworden, ich bin kein Buddhist geworden, sondern ich praktiziere mithilfe dieser göttlichen Energien, die es in Indien ja wirklich ums 506-fache gibt. So viele verschiedene Gottheiten, mit denen man da wirklich arbeiten kann. Ne? Und daraus, die auch wirklich tatsächlich alle so unterschiedliche Energien haben. Also du hast ja jetzt reichlich Erfahrungen gesammelt. Merkst du das tatsächlich, wenn du dich mit einer ganz bestimmten Gottheit verbindest, da kommt eine ganz andere Energie, als wenn du so in die völlig andere Richtung gehst? Mein persönlicher Begleiter ist ja mein Shiva, den habe ich ja auch immer mit dabei. Er ist ja so dieser Urgott eigentlich auch mitgesagt. Er ist so ein bisschen auch der Gott der Veränderung. Er bringt eben auch die Zerstörung des Negativen, deswegen auch das Auge des Shivas, womit ich auch sehr viel arbeite. Aber wenn man dann zum Beispiel mit der Energie von Lakshmi arbeitet, für den Wohlstand, für die Fülle, für den Reichtum, wenn wir mit Krishna arbeiten, wo wir später dazu kommen, wo es um die Liebesenergie geht, da merkt man natürlich auch sofort, wie die Menschen sich auch innerlich verändern. Ja? Ich arbeite mit einem ganz tollen Prinzip, mithilfe von Mantren gebe ich denen die Energieklänge wieder zurück, die innere Ausgleich, die innere Stabilität.
die man natürlich dadurch auch wieder richtig innerlich auch finden kann. Aber sagst du, Shiva vielleicht erstmal immer so der Zerstörer, aber natürlich auch eine wichtige Geschichte. Absolut. Also es geht ja gar nicht um diesen negativen Aspekt, etwas kaputt zu machen. Natürlich wird vielleicht etwas kaputt, aber das alte Negative, Muster beispielsweise. Genau, die alten Muster, die negativen Energien. Es wird ja auch mythologisch gesagt, dass er sein drittes Auge für die Menschheit geopfert hat, um alle Menschen von negativen Energien zu entstanden. Und daraus ist auch das Auge des Shivas entstanden. Und ich gebe dir das echt mal in die Hand. Ich finde eigentlich nicht so. Aber fühl einfach mal, was da für Energie drin ist, wie schnell warm das auch in der Hand wird. Und das ist eine Befreiungsenergie. Das ist wirklich, man löst etwas im Inneren aus. Man löst diese inneren Mauern, die vielleicht ums Herz sind, die um die Energie sind, im Inneren komplett auf. Merkst du das? Ja, es wird auf jeden Fall hier im Unterarm. Ja. Geht's hier so richtig schön lang. Und das ist eben das Besondere in Indien, du hast so viele verschiedene Werkzeuge, mit denen du arbeiten kannst, ob es das Auge ist, ob es die indische göttlichen Energien sind, ob es meine selbst kreierten Karten sind, die mir mein Meister dann im Auftrag auch mitgegeben hat. Also ich habe einfach von ihm so viel gelernt und lerne auch eben noch, diese Ausbildung dauert ein Leben lang, aber es sind einfach Energien, die einen begleiten und die mir persönlich auf den Weg geholfen haben, den ich schon immer gehen wollte, diesen spirituellen Weg. Wie arbeitest du denn dann mit den Karten? Also wird sowas wie eine Tageskarte gezogen oder fragt man dich, leg das mal hin. Ja, leg's gerne hin. Also es ist eigentlich ein ganz klassisches Orakelkartendeck. Ja. Ich nehme es jetzt am liebsten immer für die schnellen Runden, um einfach schneller, ausführliche Antworten zu kriegen, weil es eben eine Kombination ist. Wir haben einmal natürlich ganz klar das Thema, aber wir haben auch immer eine göttliche Energie mit drinne verbunden, die das Ganze uns natürlich einfach auch nochmal auf einer anderen Art und Weise symbolisiert. Das bedeutet, wir schauen ganz klar in den Themenbereich, aber wir schauen auch immer noch in die göttliche Energie hinein, welche der Mensch vielleicht jetzt gerade einmal brauchen kann. Jetzt hast du die Sonne gerade rausgezogen. Ja. Was bedeutet die in deinem System? Die Sonne ist die absolute Erfolgskarte. Es ist natürlich auch die Energiekarte, wenn man jetzt auch in. Aber zum Beispiel Sun leitet auch den Sommer ein. Das ist auch wieder so ein Zeichen, wo man in die Zeitangaben natürlich dann auch tiefgründiger eintauchen kann oder auch noch mehr Informationen wieder auch über seinen energetischen Haushalt eigentlich finden kann. Warum hast du die gerade rausgezogen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade so wild einmal gezogen. Ja. Du kannst dir gerne eine ziehen. Wenn ich habe da ein Thema mit. Ah, ist ein Thema mit. Es ist sehr interessant, ja. Ich das so Unterbewusstsein. In den letzten Meditationen war Sonne sehr intensiv, es war sehr präsent. Ja. Ich wollte einfach auch wahrscheinlich über eine andere Gottheit einfach nochmal sprechen, weil die anderen, die ersten waren, über die wir schon mal gesprochen hatten. Deswegen habe ich jetzt die Sonne gegriffen. Wir wollen nachher noch über ein ganz spezielles Ritual, über eine Zeremonie sprechen. Genau. Sagen wir, ist im Moment, wahrscheinlich bei so vielen Gottheiten, gibt es jeden Tag irgendwie ein bestimmtes das Fest. Das ist eben das Besondere. So. Es ist die Geburt Krishnas, der Allgott der Liebe, der eigentlich die Liebe auf die Menschheit bringt, der die Liebe für alle Menschen gibt. Ich werde eine ganz spannende Story auch aus seiner Mythologie erzählen, wo er sich zum Beispiel zu einem hundertfachen Menschen verändert hat, um die Milchmädchen zu beeindrucken und sowas. Ja, also hier geht es jetzt gleich wirklich um volle Liebesenergie, aber auch um hohe spirituelle Aktivierung, Lebensfreude und ganz hohes Bewusstsein. Und um keine Milchmädchenrechnung. Nein. Das auf der Fall war. Denn darum hat Krishna sich ja gekümmert, dass das mit den Milchmädchen auch ordentlich klappt. Wir haben für Sie ganz lieben Dank. Gerne. Ich freue mich sehr auf das, was du gleich zu erzählen hast über die Zeremonie von Krishna und haben jetzt für Sie etwas von Gabriele Iazetta. Schauen Sie mal rein. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iazetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iazetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iazetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Jan Schmiedel, der Coach mit Hut, ist da. Sie sagt schon alle Menschen, es ist warm im Studio und du mit Hut, das ist schon... Ja, ist eine Gewöhnungsgeschichte. Ja, ne? Also früher habe ich auch immer Anzug getragen und auch im Sommer. Und da habe ich auch nicht geschwitzt oder wenig geschwitzt und das war okay für mich. Ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache, eine Einstellungssache. Wir haben schon gemerkt, ne, mit Cora, also der Hut zieht schon Aufmerksamkeit. Der zieht schon Aufmerksamkeit, also, mich mit Jan dann angesprochen, also ist das schon, also
Ach. Nein, also, was völlig okay ist. Es ist alles gut. Das bekomme ich die nächsten 6 Monate. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nur als Erklärung, wie Energien manchmal fließen, wie man Aufmerksamkeit zieht. Ja. Hast du in den Sitzungen mit deinen Klienten, hast du da den Hut auf oder nimmst du ihn da dann ab, weil brauchst du dann in der Sitzung nicht mehr? Also, zieht das zu viel Aufmerksamkeit? In der Realität setze ich ihn ab. Und in den Sitzungen hat natürlich, oder selbstverständlich, so wie ich arbeite, mein Klient den Hut auf. Ja. Den setzt du ihm dann nicht auf, also nur mental? Wir finden zusammen den passenden Hut für jeden. Also das könnte man jetzt vielleicht nochmal so sagen, aber ja. Wie arbeitest du denn mit deinen Klienten? Also es kommt jemand zu dir und hat ein Problem oder will der einfach nur gecoacht werden für ein paar bestimmte Situationen im Leben? Ja, gibt's auch. Das sind dann halt so Coachings auf Zeit. Ja. Die Coachings, die ich am liebsten mache, das sind einfach Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne wachsen, ich möchte gerne meine Denkweisen ändern und die begleite ich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr auch oder auch manchmal länger. Und da arbeiten wir, ja, ich mag dieses Wort ganzheitlich nicht, das sagen ja mittlerweile alle, ne? Ich arbeite voll individuell, ganz deutlich. Wir arbeiten halt genau das auf, was kommt und was beschäftigt. Und da kann das ganz unterschiedliche Sachen sein, dass dann die Familie dabei ist, dass Liebeskummer dabei ist, dass im Beruf Dinge gerade eben nicht so laufen. Und schauen, dass wir das alles auf eine sehr achtsame Ebene bringen. Mhm. Also wir schauen immerhin, ich arbeite mit jedem meiner Klienten dahingehend, dass die Menschen, die bei mir rauskommen und sagen, ich bin der Boss in meinem Kopf. Wie kommen die Leute denn, deine Klienten, auf überhaupt die Ursachen oder die Dinge, die hinter den Themen stecken oder den Problemen stecken? Wie kommen sie auf bestimmte Familienmitglieder, die vielleicht damit zu tun haben, was ihnen vorher gar nicht so bewusst waren? Hast du da eine spezielle Fragetechnik? Geht das tatsächlich so über diese NLP-Schiene? Ja, nicht ganz. Also ich habe eine Methode für mich selber entwickelt, die ich jetzt nicht irgendwie aufgeschrieben habe. Ich arbeite im systemischen Bereich. Ich gucke mir Prozesse, Gedankenprozesse mit den Klienten an. Ich gehe ganz stark auf Gefühle. Ich gehe ganz stark auf die Intuition. Ich gehe ganz stark auf Erdung. Das ist, da haben wir eben drüber gesprochen. Ich erde mich zum Beispiel jeden Morgen mindestens 15 Minuten und mache mit den Klienten auch Erdungsübungen, weil ich der Meinung bin, dann wird man ja auch nicht so ganz schnell weggefegt. Ich nehme mal an, das sind in deinem Fall keine Fußbäder. Nein, das sind keine Fußbäder. Ein bisschen zu aufwendig. Was machst du da? So ein kurzes Beispiel. Wie erdet man sich? Man erdet, indem man Verbindung zum Erdmittelpunkt macht, in Form von einer Wurzel, die aus einem hinausgeht, indem man atmet. Mhm. Also, und da kommen die Menschen schon runter. Ich mache wenig mit Meditation, weil ich auch gesehen habe, dass Meditation noch mal umschlagen kann, gerade bei Perfektionisten, die dann sofort irgendwelche Ergebnisse haben wollen. Und Erdungsübung ist einfach Training. Mhm. Und deswegen mache ich Atemübungen, die reichen meistens völlig aus, um auch runterzukommen. Ja, habe ich auch vor der Sendung bei mir. Hast du auch? Klar, Dogo. Und die helfen einfach, auf den Boden wieder zurückzukommen. Und Und vor allem einfach im Hier und Jetzt anzukommen. Ne? Also wenn wirklich dich auf den Atem fokussierst und einfach wirklich das Einatmen, Ausatmen, dann hört das Gedankenkarussell halt auf. Du bist weder im Gestern noch im Morgen, du bist wirklich direkt hier. Und das gefällt deinem Verstand so überhaupt nicht. Denn dein Verstand ist ja an sich nur dafür da, Probleme zu lösen, ob die aus der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Ja. Das spielt für den Verstand erstmal keine Rolle. Und jetzt im Hier und Jetzt ist deinem Verstand einfach viel zu langweilig. Mhm. Ja, wenn man das einfach mal so ganz grob sagt. Also musst du mit dem Verstand ein Stück weit auch spielen, auch in den Sitzungen. Wie beschäftigst du den Verstand? Also machst du auch sowas wie Aufstellung? Also weil du gesagt hast, es haben ja manchmal auch bestimmte Familienmitglieder damit zu tun. Ja, wenn es sein muss, mache ich Aufstellung. Ja. Im Normalfall bin ich jemand, der auch erklärt. Mhm. Also ich erkläre Übungen und sage, warum machen wir das? Damit mein Klient auch versteht, für seinen Verstand, damit er versteht, warum wir jetzt gewisse Übungen machen. Zum Beispiel Atemübungen. Mhm. Es gibt, die ich langsam aufbaue, denen er auch erkennt, wann haben Gedanken über mich Macht und wann habe ich Macht über die Gedanken. Mhm. Und helfe halt einfach mit Atemübungen zum Beispiel den Leuten, ihre besten Freunde zu sein. Ja, ich erkläre das immer, ne, wenn eine beste Freundin zu dir kommt und Liebeskummer hat, hast du dann Liebeskummer? Nein, warum nicht? Weil du sie beobachtest, du steckst halt nicht drin. Und wenn du lernst, mit deinen Gedanken umzugehen und mit deinen Gefühlen umzugehen und die dann zu beobachten, dann haben die keine Macht mehr über dich. Mhm. Und dann entscheidest du,
ob du dich ärgern willst oder eben nicht, oder ob du dich freuen willst oder gerade nicht. Und du entscheidest auch, welche Gedanken gerade eben in deinem Fokus sind. Denn eins habe ich gelernt, negative Gedanken ziehen negative Gedanken an. Und wenn mein erster Gedanke morgens positiv ist, dann besteht auf jeden Fall die Chance sehr groß, dass mein Tag sehr positiv wird. Ne? Muss man den Klienten da tatsächlich wirklich erstmal so zu reindrängen, um das zu vermitteln? Pass mal auf, wenn du mit einem positiven Gedanken aufwachst oder mit einem positiven Gedanken in den Tag startet, dann wird der Tag einfach positiver. Also ist das für einige Klienten erstmal überhaupt nicht vorstellbar. Ja, aber wie soll ich einen positiven Gedanken in meiner Lebenssituation haben? Ja, ich kann das ja auch verstehen. Mhm. Ja, ich kann verstehen zum Beispiel, wenn ich gerade kein Geld habe oder die Freundin oder der Freund hat sich gerade getrennt. Mhm. Wie soll ich da von mir aus sagen, oh, das wird ein super Tag. Ja. Das ist ja schon Anstrengung. Und genau das mache ich mit den Klienten und denen ist klar und sagen, das ist Training. Das ist genauso, als wenn du eine Sprache lernst. Wenn du die Vokabeln nicht lernst, kannst du die Sprache auch nicht sprechen. Und das zu trainieren und zu sagen, boah, heute ist wirklich so ein Tag, wo alles Mögliche schief geht. Heute meine Fahrt hier nach Berlin von Hamburg aus, gestern Sturm, alle Bahnhöfe gesperrt. Ja. Da hätte ich ja gestern Abend schon dran denken können, ach du Schande, was passiert morgen? Mhm. Dann ist mein Podcast, den ich rausgebe, heute nicht richtig aufgespielt worden, lief nur zur Hälfte. Dann war auf meiner Webseite ein Film nicht drin, der drauf sein sollte. Und ja gut, jetzt hätte ich natürlich sagen können, Panik. Ja, unterbrut den Dampfen, oder ich hätte sagen können, okay, jetzt finde ich eine Lösung und gucke, und es wird schon. Und wie war es? Eine Stunde vor dieser Sendung? Perfekt. Ja. Ich war sogar zu früh hier. Genau, du warst super pünktlich hier. Ja, auf stimmt. Der Homepage sieht es auch gut aus. Wir haben gerade mal reingeguckt. Ja. Also alles prima gelaufen. Siehst du, man kann, manchmal lösen sich Dinge auch von ganz allein. Manchmal muss man natürlich selber auch was tun. Es reicht nicht immer, sich hinzusetzen, aber einfach mit dieser positiven Einstellung kann man schon jede Menge erreichen. Das ist der Fokus. Worauf fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich jetzt auf was Gutes oder fokussiere ich mich auf was Schlechtes? Und das ist halt eine Übungssache und das passiert auch nicht nach einer Sitzung und das passiert auch nicht, wenn ich in einem Seminar war und da rausgehe. Das passiert, wenn ich das 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage jeden Tag mache. Genau, denn es kommt zum rein Mentalen noch das Körperliche dazu und es geht dann darum, eben auch körperliche Prozesse damit dann zu unterstützen. Aber können wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Jetzt haben wir für Sie erstmal etwas von Quantum Platinum Energy. Quantum Platinum Energy, das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen. Gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan. Eine Plasma-Energie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg, private glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2. Als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz und Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Guck mal, jetzt steht er schon hier vor uns, der Krishna. Ich habe ihn mal vorgeholt, damit man ihn vielleicht auch mal ein bisschen besser zeigen kann und eben auch mal seine Symboliken einfach auch mal präsentieren kann. Denn seit dem 14. Juni ist jetzt diese nächsten 8 Wochen sind die Zeit für Krishnas Segen. Und das ist diese heilige indische Zeremonie. Denn zum Beispiel in Indien ist es so, dass am 14.8. die Geburt Krishnas gefeiert wird. Mhm. Und da werden zum Beispiel seine Statuen mit dem Lebenselixier überschüttet. Oh. Was ist das Lebenselixier? Okay. Keine Ahnung. Die Milch. Aha. Weil Kinder saugen Milch in Indien natürlich, auch hier bei uns in Deutschland. Aber damit wird er überschüttet, um gereinigt zu werden. Und zum Schluss wird er mit Honig übergossen, damit er auch die Süße des Lebens weiter verbreiten kann. Deswegen hat Kleopatra auch immer in Eselsmilch oder auf jeden Fall in Milch gebadet. Genau. Und das ist zum Beispiel der eine Teil dieser Zeremonie. Ein anderer Teil ist, dass viele Kinder, es wird immer erzählt zum Beispiel, dass Krishna als Kind immer den Buttertopf leer essen wollte. Ja. Und dann haben ihn seine Eltern oben an die Decke gehangen. Und da er natürlich seine göttlichen Fähigkeiten hatte, ist er hoch auf die Decke geklettert und hat den Buttertopf leer gemacht. Da werden heute noch in Indien zu seinem Geburtstag Wettspiele gemacht. Wer schafft es schneller, an den Buttertopf an der Decke zu kommen zum Beispiel? Okay. Sieht bestimmt skurril und lustig aus. Das sieht sehr lustig aus. Also ich habe es leider noch nicht live miterlebt. Dieses Jahr schaffe ich es auch nicht, aber ich probiere nächstes Jahr spätestens mal dorthin zu gehen. Das Besondere an der Zeremonie von Krishna ist eben wirklich,
wirklich, er ist der Gott der Liebe. Mhm. Und was brauchen wir Menschen nicht alles? Wir sind einfach Menschen, wir sind nicht fürs Alleinsein geboren, wir sind nicht für die alleinige Energie geboren, wir brauchen jemanden an unserer Seite. Und das wird er genau für die Zuschauerinnen oder auch für die Anrufer, die mich natürlich in den nächsten Tagen noch anrufen können, aktivieren können. Ja, ich sehe hier, genau. Du darfst alles anfassen. Ich darf ja. Alle, danke schön. Genau, also das ist zum Beispiel jetzt das Zeremonieblatt. Ja. Hier werden alle Namen aufgetragen. Die Namen gehen sogar mit nach Indien. Die schicke ich alles an meinen indischen Meister weiter. Er wird dort alles in die Zeremonie hineinnehmen. Und von mir, von meiner Seite, gibt es nochmal einen Energiebooster, also eine energetische Unterstützung, dass die Menschen das nochmal bekommen können. Er ist eben nicht nur für die Liebe bekannt, sondern er ist auch für seine spirituellen Fähigkeiten bekannt. Er wird zum Beispiel immer in Indien mit seiner Gefährtin Radha gezeichnet. Ja. Das siehst du hier nochmal auf dem Bild. Denn diese beiden zusammen personisieren eigentlich wirklich die ewige Liebe. Sie schaukeln auf der Schaukel des Lebens, sie sind mit der Energie der Liebe verbunden, sie haben die höchsten spirituellen Kräfte eigentlich auch aktiviert, um ihre Liebe zu finden. Und es wird sogar gesagt, er ist ja die Reinkarnation von Vishnu und sie ist die Reinkarnation von Lakshmi, also auch wieder diesen Urgöttern, die natürlich auch wieder immer und immer wieder geboren werden, die natürlich auch in jedes Leben in eine neue göttliche Energie eintreten dürfen. Wenn wir jetzt keinen Krishna zu Hause haben, also du hast ja schon gesagt, man kann dich ja anrufen und du trägst hier einen Namen ein, aber hilft es was, wenn ich mich in die Wanne lege und auch ein bisschen Licht drüber schütte und ein bisschen probieren? Also selbst habe ich es noch nicht gemacht, nein. Also ich habe meine Figuren auch zu Hause, die ist jetzt hier aus der Deko natürlich, aber ich mache daheim diese Unterstützung natürlich. Aber es ist immer, glaube ich, gut, Milch seiner Haut zuzuführen oder auch Honig auf die Haut zu tragen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeinen Schaden mitnehmen könnte. Nee, das glaube ich auch nicht. Können wir ja gleich Cora mit Cora nochmal drüber sprechen. Es kommt auf jeden Fall keine Milch ins Fußbad, soweit ich das von den Zutaten bisher gesehen habe. Oder Cora? Milch kommt nicht rein. Nein, keine Milch ist drin. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Ja, möglicherweise. Also auf jeden Fall haben wir ein bisschen was über die indischen Zeremonien jetzt schon erfahren. Also bis 14.8. geht's. Genau. Und dann sind die Feierlichkeiten für dieses Jahr um und es gibt dann auch keine weiteren Geburtstag göttlichen. Abgeschlossen und dann ist das nächste eigentlich erst am 6. Januar der heilige Sun, also die heilige Sonnenenergie, die das neue Sonnenjahr natürlich dann auch wieder in Indien verbreitet. Das ist natürlich für mich jetzt gerade interessantes Thema. Bis wann geht denn die Geschichte? Sun kann dann eingetragen werden, also ab 6. Januar ist die Feierlichkeit und ab 6.11. kann man sich dann wieder eintragen lassen für die Zeremonie. Ab 6.11. Und werde ich wieder drüber erzählen. Und die geht dann, die ist dann nur konkret am 6. Januar oder geht die auch über mehrere Wochen? Nee, wirklich, also es wird so gesagt, dass die an den 6. Januar ihr neues Jahr einleiten. Ja. Und da holen sie sich natürlich die Unterstützung dann von Sun, dass die vollkommene Sonnenenergie, der Erfolg, der Wohlstand und alle Energien einfach wieder im richtigen Fluss auch mit dabei sind. Das haben wir ja aber auch hier so mit den Rauhnächten und sowas. Ne? Also gibt es schon immer so Überschneidungen. Absolut, jede Philosophie eben in seinem und jede Religion, das ist schon richtig. Interessant, aber es ist schon so interessant, dass gerade die Naturreligion sehr stark miteinander verbunden sind. Also man merkt natürlich auch in Indien ist die Kräuterlehre ein ganz wichtiger Teil oder auch mit Weihrauch oder mit Salbei auch zu räuchern oder so. Das ist auch eine ganz große Tradition. In Indien wird auch überall Salbei und Weihrauch vor die Türen gehangen, um das Negative auch fernzuhalten zum Beispiel. Also da haben wir's wieder. Wieder miteinander verbunden. Mit dem Salbei, ja, genau. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Erklärung. Freue ich mich sehr, dass du uns wer Lust das näher gebracht hast. Um 16 Uhr bin ich dann heute wieder live, kann sich jeder mit eintragen lassen. Wunderbar. Genau. Also dann auf jeden Fall bei Astro Live ab 16 Uhr Christoph anrufen, um bei der Zeremonie mit dabei zu sein und vielleicht zu Hause mal probieren bis zum 14. Ein eigenes August. Milchbad, Mama. Ein eigenes Milchbad mit ein bisschen Honig. Genau. Nochmal der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, für unsere Tagesverlosung, die wunderbare CD, die wir für Sie haben, von Marion Anders spendiert. Leichter durchs Leben abnehmen mit Hypnose. Schauen Sie einfach mal, diese Frage müssten Sie beantworten, wenn Sie die CD gewinnen möchten. Was ist Jan Schmiedel? Ist Jan Schmiedel der Coach? A. Mit Hut oder B. Mit Ohrring? Ich denke, das haben wir reichlich geklärt. Rufen Sie an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. Und 18 Jahre müssen Sie sein, um bei uns mitzumachen. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Mobilfunknetz.
sind die Anrufe teurer. Und bis 15 Uhr können Sie noch anrufen, also noch knappe 20 Minuten. Dann sind die Leitungen geschlossen. Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Milch und Honig, das Land, in dem Milch und Honig fließen. Ja. Das ist Deutschland schon, ne? Durchaus. Ja, das kann man sagen. Dürfen wir so sagen. Ja. Aber es kommen weder Milch noch Honig in dieses Fußbad. Aber ist das was, womit du sonst auch so arbeitest? Steht da auch was in dem Buch deiner Oma? Ich habe das drüben im Hotelzimmer und dachte so vorhin, mit der Kleckserei sind wir ein bisschen vorsichtig hier bei den schönen Sesseln. Ja. Und zwar, wenn du Milch und Zucker vermischst, erst komplett vermischen, bis die Zuckerkristalle vom Honig eingeschlossen sind. Und dann etwas warmes Wasser dazu gibst, dann hast du eine sogenannte Honig-Zucker-Massage. Und da kannst du zunächst deine Füße mit einreiben und dann gibst du sie erst ins Fußbad. Mhm. Und dadurch wird die sogenannte Mikrozirkulation angeregt. Das heißt, Gift- und Schlackenstoffe werden natürlich leichter abtransportiert. Mhm. Siehst du? Und da fällt mir nämlich gerade ein, es gibt auch ein schönes tibetisches Ritual, auch mit Milch, mit ganz fetthaltiger Milch, ich nehme mal so diese Kaffeesahne und dann auch Honig rein, um die Naturgeister milde zu stimmen. Wird dann in Wasser gegossen, eben auch mit dem entsprechenden Chanten dazu. Ja. Siehst du, also Milch und Honig gehört irgendwie in vielen Religionen und Kulturen so dazu. Wir machen aber etwas anderes ins Fußbad. Was kommt bei dir jetzt nochmal alles konkret rein? Also auf jeden Fall. Was du hier noch hast, was ich mag das nicht, wenn da irgendwelche Teile zwischen den Zehen entlang schwimmen. Das würde ich hier in so ein kleines Säckchen abfüllen. Das sind Chiasamen? Nein. Leinsamen. Leinsamen. Ja. Schlicht und ergreifend Leinsamen. Mach doch ruhig schon mal, alles rein. Weißt du, wofür Leinsamen verwendet wird? Wenn du Probleme außer lösen fürs Müsli, möchtest. Nein. Nein, Leinsamen kennen wir auch, es fördert die Verdauung. Ja. Und das ist sinnbildlich und bildhaft und wortwörtlich zu nehmen. Leinsamen fördert die Lösungsfindung. Kennst du diese Grübelspiralen so um den Kopf? Grübel, Grübel, ich komme nicht auf die Lösung, ich brauche aber die Lösung. Stopp, probier es wirklich einfach mal mit einem Fußbad. Okay. In dem Fall gerne auch mit Leinsamen. Mhm. Gute Idee. Mhm. Mal probieren. Ja, am Schreibtisch lässt sich das ja auch gut einrichten. So eine kleine Fußwanne drunter gestellt. Und dann, je nachdem, welches Thema ich gerade habe, kommt Leinsamen rein oder eben was anderes. Weißt du, wer da bekannt dafür war? Und zwar? Er hat er übrigens sogar mal in einem alten, schönen deutschen Spielfilm gebracht. Theo Lingen. Ach. Ja. Fußbäder hat er. Richtig, Fußbäder. Da hat er einen Notar gespielt. Da der Schreibtisch und hier das Fußball. Das kann gut sein, ja. Der Theo Ewig. Guter Schauspieler, schöne alte Filme auf jeden Fall, auch immer lustig mit ihm. Ich gebe dir schon mal etwas Leinsamen mit hinein und dann kommt etwas dazu, da wirst du dich wundern. Das riecht ein bisschen süßlich. Ja, und ansonsten nach Nüscht. Ja. Das ist einfaches Natron. Okay. Und wir haben ja heutzutage damit zu tun, dass wir sehr viele Gummisohlen oder Kunststoffsohlen an unseren Schuhen haben. Dadurch haben wir weniger an negativ geladenen Teilchen, an negativen Ionen, die wiederum unsere körperliche, energetische, seelische Abwehrkraft, überhaupt unsere Kraft steigern. Also ist es wichtig, dass wir eben die Bildung und die Nutzung negativer Ionen fördern. Und das machst du schlicht und ergreifend mit Natron. Ja, damit kannst du ja auch alles Mögliche sauber machen. Ja. Also da lösen sich meine Füße dann aber nicht auf. Ne? Nein. So weit geht's nicht. Nein, nein. Da löst sich nur der Ärger auf. Das ist gut. Das ist tatsächlich so. Wir haben das auch in unserer Sprache. Da haftet etwas an mir. Mhm. Ja. Das lassen wir dann dankenswerterweise. Und ich gebe das dann natürlich gerne, du hast vielleicht gerade gesehen, links zirkulierend rein, im Sinne von ich reinige und löse. Mhm. So, was magst du noch ausprobieren? Salbei? Oder hier hast du übrigens noch Meersalz, wunderbar mit Ringelblüten, die auch ganz toll für die Haut sind, für die Verletzung, auch von seelischen Verletzungen. Und mit etwas Orangenduft. Oh ja, Orange, also Orange auf jeden Fall. Das war Orange hier. Das ist jetzt. Schnuppern mal, mit Ringelblüten. Mit Ringelblüten. Oh, das riecht auch sehr lecker. Also das würde ich, also da bin ich für zu haben. Ja. Also auch mit dem Salbei ist auch schön, aber das wird sie jetzt auch nicht kombinieren. Einmal, also nein, das ist ein bisschen viel. Ne? Also dann, genau. Dann geht bei mir gleich, löst sich alles auf. Ja, dann
kann ich mich gleich zu Krishna gesellen und Liebe postulieren. Ja, schadet prinzipiell mal gar nichts, ganz im Gegenteil, ist ja ganz schön, aber ich habe ja hier auch noch die ein oder andere Aufgabe. Und damit es alles schön auch wird, gehe ich jetzt her und fülle es dir rechts herum drehend. Damit diese wunderbaren Kräfte, ja, ich leite und begleite, ich schütze und unterstütze. Mhm. Ja, richtig zeremoniell. Aber klar, doch, du kannst auch zu Hause sagen, ist mir wurscht, wie es funktioniert, Hauptsache das, alles rein damit. Cora, aber natürlich im Laufe der Zeit hast du so deine kleinen Tricks und Geheimnisse. Ja, das ist schön. Also, ich würde dich jetzt fast die Geisha der Fußbäder nennen. Also das ist ja richtig, wie man es von der Teezeremonie kennt. Brauchst du auch so einen Bambusbesen dann auch noch so? Nee, du bekommst die schöne Quietschente. Ja, ich bekomme den Badehasen. Das heißt, also es wäre jetzt bereitet. Jetzt ist es bereit. Oh, guck mal, der Badehase. Oh, ist er umgekippt. Ist er nicht so richtig schön. Ich glaube, der ist ein bisschen durstig und hat sich deswegen zur Seite gelegt und möchte ein bisschen so. Dann wollen wir mal. Und das duftet bis hierher, oder? Wie gesagt, die Füße sind ja, die sind ja vorbereitet worden. Ja. Da ist Danny ja noch mit der Flex rangegangen. Ne? Keine Socken mit Löchern. Nee, auch nicht, siehste, habe ich auch. Von gewissen Politikern, das verkneifen wir uns. Kennt man das? Ja. Echt? So, was bedeutet? War mal was passiert. Kann man auch sagen, was das bedeutet, so Socken mit Löchern? Also hat das auch was Übertragenes irgendwie? Durchaus. Der Mensch, der hat ein bisschen damit zu tun, dass er sich selbst nicht als wertvoll genug erachtet. Okay. Ja. Ansonsten hätte man auch sagen können, er ist ein bisschen durchlässig für Probleme oder sowas. Durchaus auch. Oh, ist angenehm. Ja. Und der Duft zieht bis hier hoch. Ja, oder? Das ist echt schön. Jetzt braucht es nur noch jemand mit dem Palmwedel, richtig? Das ist auch nicht unfair. Ich winke zwar nicht mit der weißen Fahne, aber ich mache das mal so. Ja. So, während ich jetzt hier richtig schön entspanne, das ist super angenehm. Ja. Während ich schön entspanne, gucken wir uns einfach mal zwei Beraterinnen unseres Partners Questico im Bewegtbild an. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Ich würde jetzt fast sagen, Fußbad wechsle dich und jeder darf mal. Das sollte man dann, glaube ich, auch nicht machen. Ne? Nein, weil nein. Es wird ja von mir jetzt hier was abgelöst. Richtig. Wenn jetzt jemand anderes in dieses Wasser rein, dann... Das braucht man nicht. Nein, nee. Ne? Also da sollte man schon. Weil das war ja früher, war es ja so, ne? Da wurde die Familienwanne einmal gefüllt und dann ist da jeder rein. Ne? Auch in eine. Also es gibt so ein kleines Ritual, übrigens aus China. Dort bittet man einen Reichen, etwas Erde aus seinem Garten in ein Fußbad zu geben. Und derjenige, der Geld haben will, der reich sein will, nimmt dann dieses Fußbad. Was es da nicht alles gibt. Ne? Sollte man hier vielleicht auch machen. Führen wir mal ein. Also statt höhere Abgaben, höhere Steuern, machen wir einfach so, jeder Millionär soll uns Erde geben. Gibt uns Erde von seinem Grundstück. Oder darf uns im Wohlstand erden. Toll. So kommen wir alle zu was. Lieber Jan, eigentlich müssen wir ja noch ein kleines bisschen über deine Arbeit sprechen, aber lassen wir doch einfach mal, denn du hast ein Video mitgebracht, ein paar Klienten zu Wort kommen. Ja, es ist, glaube ich, manchmal besser, denn ich kann ja viel erzählen. Ja, musst du dich nicht selbst loben, sondern das machen jetzt andere. Hören wir mal rein.
Ja, vor dem Coaching musste ich sehr viele Erfahrungen machen, die mir persönlich nicht gut getan haben, weil ich nicht in der Lage war, Nein sagen zu können. Ich war in so einer Phase in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, ob das schon alles war. Es fühlte sich alles ziemlich leer an. Ich habe den Podcast gehört und ich war irgendwie auf der Suche. Ich wusste, ich brauche Hilfe, aber ich wusste nicht von wem. Wenn nicht jetzt, wann dann? Da geht doch noch was. Ich habe gemerkt, dass ich mein Leben selber in die Hand nehmen muss. Ich habe einfach mal Ja gesagt. Ich wusste, dem kann ich vertrauen. Ich durfte mich vor allen Dingen neu entdecken und dann in eine komplett neue Richtung gehen. Im Prozess wurde mir klar, dass ich die Zügel halten kann. Ich bin ganz schön gefordert worden. Schmerz, Tiefe, Freude. Ich habe es gelernt, Nein zu sagen, und das war eine hammertolle Erfahrung. Ich habe gelernt, lösungsorientierter zu denken. Mir ist klar geworden, was in mir steckt. Selbstbewusstsein. Einfach mal anders denken. Ich habe einfach meine Perspektive verändert. Und ich habe wesentlich mehr Zeit. Ich habe endlich wieder Ziele im Leben. Das hat mich so viel weitergebracht. Jetzt bin ich zufrieden mit meinem Leben. Ich habe endlich wieder Spaß an meiner Arbeit. Das Leben ist wundervoll. Ja, natürlich ist das Leben wundervoll. Vor allem, wenn man seine Füße im Studio schön in einem Fußball halten kann. Ich würde euch ja allen gerne dieses Vergnügen, aber wir haben leider nur diese eine Wanne, ne? Hätten wir natürlich Menschenskinder, wenn ich das hätten wir auch anders vorbereiten können. Ja, das du machen hast wir vielleicht Mal, nicht ne? so ganz geglaubt, dass es wirklich so toll nee, ist. Nee, wirklich. Also, ist ja eine Erfahrung. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich schon mal ein Fußbad hatte. Also wirklich rein Fußball, also gebadet die Haare selbstverständlich, aber ein Fußball, ich weiß nicht, hat einer von euch schon mal wirklich ein Fußbad gehabt? Also wenn ich zur Pediküre vorher gehe, dann machen die vorher meistens immer ein Fußbad, also dann ist das normal. Also, du kennst das schon, aber von dir habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet, weil du ja aus der Kneippstadt kommst. Ja. Da ist das schon so, hast du schon mal ein Fußbad? Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Ich probiere so ziemlich alles aus, um selber mal Dinge ausprobiert zu haben, um dann auch darüber reden zu können. Drüber reden, einer deiner Klienten hat gesagt, er hat diesen Podcast gesehen. Gehört. Oder gehört, genau. Was machst du da? Also du machst einen regelmäßigen Podcast. Ja, jeden Montag und jeden Freitag kommt ein Podcast raus. Manchmal mittwochs, wenn ich Interviewgäste habe, auch. Und da stelle ich all mein Wissen kostenlos zur Verfügung in Form für Persönlichkeitsentwicklung. Was kann ich machen? Welche kleinen alltagstauglichen Tools kann ich mitbringen, wie kann ich die in mein Leben reinarbeiten, ohne dass ich jetzt irgendwie wild was umstellen muss. Ja, also und da mache ich das kostenlos und gebe jetzt in Zukunft dann auch noch, das Leben wird ja digitaler immer, über eine Coaching-App die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu vertiefen, indem man dann per App mit mir nochmal reden kann in einer Gruppe von Leuten und wir gewisse Themen nochmal aufarbeiten. Das ist das Schöne an der Online-Welt, ne? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es hat so seine Vor- und Nachteile. Umso digitaler die Welt wird, umso analoger wird sie auch. Und ich glaube, da sollten wir immer so nach einer Ausgewogenheit. Ja, weil du hast es das ist ein super Stichwort. Bitte währenddessen Handy weit genug weg oder am allerbesten aus. Mhm. Also, wirklich dann sich auf das fokussieren und konzentrieren, was man hat. Das ist ja immer, ne, wenn Leute am Tisch sitzen zum Essen und dann zwischendurch immer so Handy. Ne? Also wenn dann wirklich aufs Essen konzentrieren, auch so mal im Gespräch irgendwie, wenn man mit jemandem am Essen ist und man sitzt sich gegenüber und dann das plötzlich so wird das, geworden, oder? Wird das Handy rausgeholt. Wenn man in Restaurants guckt oder man geht hin, die sitzen nebeneinander und wirklich nur mit dem Handy die ganze Zeit. Ja. Also so unruhig auch einfach, finde ich. Also sich wirklich auf das konzentrieren, was man macht, die Aufmerksamkeit tatsächlich da reingeben, dann wird schon vieles viel entspannter. Lass uns doch mal auf deine Homepage gucken, da finden wir auch die Podcasts. Haben wir gerade? Ich habe es nicht gesehen. Jetzt lass uns mal. Oh, guck mal, eine Tasse Kaffee gibt es dazu. Ja, das ist ich bin zu entspannt. Die Regie sagt gerade, ich darf meine Füße nicht ballen. Jetzt bin ich zu entspannt und achte da gar nicht drauf. Also, also der Podcast heißt halt auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl, weil ich A, Kaffee liebe und B, gerne quassel. Und während ich den Podcast spreche und die Tasse Kaffee leerer wird, weiß ich, jetzt muss ich zum Ende kommen. Das ist ganz, ganz fantastisch. Also so quatsche ich einfach nicht. Da kannst du auch wirklich, da kannst du die Uhr nach stoppen. Also wie lange du für eine Tasse Kaffee brauchst, ist eigentlich immer so relativ gleich. Na, es gibt ja verschiedene
Größten. Aber dass du natürlich, wenn du aus der Kaffeestadt Hamburg kommst, ist ja klar, dass du auch Kaffee trinken musst. Das geht ja nicht anders. Also ich werde tatsächlich gefragt von Freunden, wenn ich Tee trinke, ob ich krank bin. Also es ist tatsächlich, mich ohne Kaffee und ohne Hut vorzustellen, das passt manches Weltbild nicht mehr. Ich würde gern noch weiter mit euch plauschen, nur leider sagt die Regie schon wieder, die Sendung ist um. Wir haben noch den Spruch des Tages für sie, das ist unfassbar, ne? Also ja, es war gerade so gemütlich. Träume nicht von der Freiheit, leben sie. Ach, guck mal, Jan Schmiedel hat das gesagt. Das ist ja sehr interessant. Das scheint mir der Coach mit Hut zu sein. Was der Jan so Schlaues alles sagt, also gerne auch auf seine Homepage gucken. Coach mit Hut, da finden Sie ihn. Und dich ab 16 Uhr, lieber Christoph, genau, bei Astro Live. Und du bist? Von morgen bis Montag noch bei Astro Live. Sensationell, also auf jeden Fall reingucken. Es lohnt sich immer, liebe Zuschauer. Ein wunderbares, buntes Wochenende euch und Ihnen zu Hause natürlich auch. Lassen Sie sich's gut gehen und das ein oder andere Fußbad auch wirklich gerne. Also ich bleibe jetzt das Wochenende hier im Studio. Nein, du probierst Jetzt habe ich plötzlich noch eine Minute. Ja. Du probierst bestimmt mal die Creme aus, wenn du so, zumindest mal so ein bisschen abtrocknest. So einen Fuß mal raus. Ja. So, und dann creme ich mir den Fuß. Und ich verspreche dir, dann brauchst du auch nicht so oft die Flex. Ja, wobei Danny hat das Spaß gemacht. Man muss ja auch anderen ein bisschen Spaß gönnen. Ja? Und ich glaube, darum geht es auch. Dass man mit ein paar mehr Leuten gemeinsam Freude hat. Und wenn Danny Spaß daran hat, mich mit der Flex zu bearbeiten, bitte, dann tun wir das. So. Das auch achtsam natürlich, ne? Ja. Die Regie sagt, ich habe schöne Füße. Dankeschön. Hättest Fußmodel werden können, ne? Das stimmt. Siehst du, schon haben wir wieder ein neues Betätigungsfeld. Und vielleicht merke ich da genauso, wenn ich meine Füße messe, das tut mir gut, wenn ich Fußmodel bin, geht es mir so vielleicht wie mit dir mit dem Hut, fühle mich wohl. Vielleicht. Ach, jetzt verabschieden wir uns ins Flirthoroskop. Na, das ist sehr interessant. Es gibt ein Flirthoroskop. Passt natürlich zu Krishna, zum Gott der Liebe. Also wunderbar. Freuen wir uns drauf. Gucken Sie sich das gerne noch an, damit Sie wissen, was am Wochenende so bei Ihnen passiert. Schönes Wochenende. Tschüss. Lasst es gut gehen. Danke euch. Bis ganz bald. Tschüss.